Moin Mann und willkommen zu Day of Infamy. Ich möchte mit euch heute einen neuen Indie-Shooter anspielen und das Ganze befindet sich im Zweiten Weltkrieg. Man sollte vielleicht auch noch anmerken, dass das ganze Spiel immer noch Early Access ist. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch weiterentwickelt. Das, was ihr hier seht, ist jetzt nicht hundertprozentig das fertige Spiel. Um euch noch ein bisschen Einblick zu geben, was ihr hier überhaupt seht oder woher das Ganze überhaupt kommt. Das ganze Spiel wurde entwickelt von den Machern von Insurgency. Das heißt, es erinnert auch sehr stark an Insurgency, was die ganzen Mechaniken angeht. Zum Beispiel das Scope, das ganze Movement, das alles haben sie übernommen. Falls euch Insurgency jetzt gar nichts sagt, das war ein sehr taktischer Multiplayer-Shooter. Ich würde sagen, dass er sich eher so ein bisschen an CSGO orientiert hat. Allerdings sehr, sehr viel taktischer. Und das hier tut sich so ein bisschen, vielleicht sage ich mal, ein Day of Defeat orientieren, geht aber auch wieder ein bisschen taktischer, ein bisschen offener zur Sache. Macht aber wirklich schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also auch wenn das Ganze hier noch sich in der Alpha befindet, ist das schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten in der Entwicklung. Und mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Ich habe halt schon ein paar Videos gesehen. Ich kenne mich jetzt auch noch nicht so perfekt aus. Ich habe jetzt schon ein, zwei Runden gespielt, wollte aber euch das jetzt natürlich nicht wollte natürlich auch, dass ihr jetzt davon ein bisschen was zu sehen bekommt. Deswegen habe ich natürlich auch die Aufnahme jetzt ein bisschen mit angeschmissen und hoffe, dass das Ganze jetzt funktioniert. Ich habe das Ganze gerade eben schon mal aufgenommen. Allerdings hatte ich da das Problem, dass mir die Aufnahme abgekackt ist im OBS. Was ein bisschen schade ist. Aber ich denke, die zweite Aufnahme wird genauso gut werden. Es ist zum Glück auch dieselbe Map, denn ich finde die Map gerade für die erste Folge sehr schön und man kann halt sehr viel sehen. Was nicht ganz so cool ist jetzt vielleicht irgendwie im ersten Video, dass wir jetzt Angreifer spielen, weil Angreifer ist natürlich deutlich schwerer als Verteidiger, weil man kann ja nicht einfach vorrennen wie ein Wilder und einfach drauf losballern. Das funktioniert in diesem Spiel einfach nicht. Ist halt deutlich taktischer, muss deutlich mehr gucken, wie man vorgeht in der ganzen Sache. Es gibt hier ein Klassensystem, was ihr gerade schon gesehen habt. Da gibt es den Rifleman, Assault, alles mögliche. Könnt halt auch ein Maschinengewehr benutzen und könnt euch das auch noch selbst zusammenstellen. Das heißt, es gibt mehrere Maschinengewehre. Ihr könnt auch noch am Maschinengewehr selbst dann ein paar Sachen umstellen, wenn ihr das denn dementsprechend möchtet. Hat er jetzt... Bin ich jetzt... Na egal, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss noch auf Annehmen drücken. Okay, alles gut. Ich bin jetzt die Sniper-Klasse. Die hat halt, wie ihr schon sehen könnt, ein relativ cooles Scope. Habe auch noch eine Smoke-Granate dabei. Die werde ich jetzt einfach mal vor A werfen, damit wir versuchen, da einfach vorzurücken. Und werden dann gleich hoffentlich da rein können. Und nicht von der linken Flanke gleich erschossen werden. Oh Gott, hier ist das halt noch sehr offen. Ist das ein Gegner? Ja. Ich muss die Maus jetzt noch mal ein bisschen runterdrehen. Die ist nämlich noch ein bisschen zu schnell gerade. Controls, Ironside Scale, machen wir mal so 2, 3. Das sollte hoffentlich ein bisschen besser sein. Ich weiß nicht, ob der Scharfschütze jetzt weg ist hier oben. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Wollte jetzt vorrücken, jetzt war mein Rauch schon wieder weg. Ist ein bisschen blöd. Ich versuche jetzt hier mal etwas zu erledigen. Bin nicht mehr ganz so weit vorgekommen. Möchte auch jetzt gerne nochmal meine Position wechseln, bevor ich jetzt da weiter pushe. Falls das nämlich ein anderer Soldat gesehen hat, wird das nämlich relativ schnell ins Auge gehen. Wie gesagt, ist das hier ganz eine Indie-Produktion, also man darf es nicht wirklich jetzt, sage ich mal, mit Battlefield 1 oder so vergleichen, weil hinter Battlefield 1 steckt halt eine Multi-Millionen-Dollar-Produktion und das hier ist halt keine Multi-Millionen-Dollar-Produktion. Wenn man zum Beispiel, ich glaube, wenn man Insurgency schon hat, dann kostet das Ganze hier, glaube ich, gerade im Angebot zu 14 Euro. Ich glaube, ich habe 14 Euro bezahlt. Da ist ein Pack, wenn du beides kaufst, ist natürlich ein bisschen teurer. Ich glaube, einzeln kostet es momentan 17 Euro um den Dreh im Steam Store. Solltet ihr auf jeden Fall euch mal angucken, falls ihr natürlich interessiert seid an dieser Art von Gameplay. Um das ein bisschen zu erklären, was hier jetzt gerade abgeht, wir haben jetzt keine Wellen mehr. Unten seht ihr Waves. Das heißt, solange wir jetzt nicht schaffen, auch einen Punkt einzunehmen, was wir zumindest gerade eben geschafft haben, war ein bisschen besser als Demonstration, können wir auch nicht neu spawnen. Normalerweise aber, wenn du gestorben bist, spawnst du auch einfach neu, unter der Voraussetzung halt, dass noch weitere Verteidigerwellen da sind, beziehungsweise Angreiferwellen. Das Ganze funktioniert halt auch so ein bisschen wie Battlefield, halt, wenn du halt nicht die verschiedenen Sachen eingenommen hast und halt dein ganzes Team die ganze Zeit stört, die ganzen Tickets weg sind, ist halt dementsprechend vorbei. Die Leute quatschen hier mal ein bisschen rum, wenn die Runde vorbei ist, aber ist vielleicht auch ganz cool, weil jetzt können wir nämlich nochmal eine andere Map zeigen. Ich weiß nicht genau welche. Ich weiß nicht genau, welche hier gut ist, aber ich meine, die im Wald habt ihr jetzt schon gesehen. Finde ich so eine der schöneren Maps, weil die jetzt einfach ein bisschen offener ist. Die ganzen Close-Quarter-Maps sind jetzt nicht ganz so cool. Die Map hier zum Beispiel sieht jetzt nicht ganz so schön aus, die sie gewählt haben. Ist halt Omaha Beach, ist halt vom Style relativ cool. Ich werde
Ich versuche jetzt mal an die Verteidigung zu gehen, weil das hier im Angriff ist auch extrem schwer, da wirklich was zu bekommen. Als Verteidiger hat man natürlich den Vorteil, dass man einfach ein bisschen entspannter spielen kann. Hier kann man sich in den Sandbunker oder in den allgemeinen Bunker reinstellen und einfach ein bisschen verteidigen. Es ist ein bisschen angenehmer, als wenn man wirklich über den Sandstrand rennen muss und dagegen anrennt. Ich glaube, das muss auch. Ich meine, jeder kennt es von, glaube ich, für Soldat James Ryan. Super schöner Film. Aber ich glaube, die Szene hier, die war nicht besonders schön. Ja. Wie gesagt, das Ganze funktioniert hier mit der Source Engine, das heißt, man kann das sehr, sehr, sehr weit aufdrehen. Es funktioniert auch schon sehr, sehr, sehr flüssig, dass das ein bisschen Gewehr macht. Wir können mal irgendwas Support. Spielen wir mal Assault. Das heißt, wir haben die MP40. Da kann man jetzt noch ein paar Sachen. Okay, hier kann man nicht wirklich viel dran machen. Man kann Sling machen, dass man die Waffe schneller wechseln kann. Ja, wir haben noch eine Granate. Brauchen wir eine Rauchgranate? Eigentlich nicht. Ein leichtes Kit, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Man könnte jetzt auch noch ein schweres Kit nehmen, dann hat man mehr Granaten. Ist aber auch dementsprechend langsamer einfach. Ja, wir rücken einfach mal vor. Versuchen jetzt mal ein bisschen zu pushen. Wobei, so weit müssen wir ja gar nicht pushen, weil wir sind die Verteidiger. Mal gucken, wie weit wir kommen. Die Synchronisation ist auch sehr gut geworden. Also die Deutschen hören sich auch wirklich wie gescheite Deutsche an. Das klingt nicht wirklich bescheuert oder so. Das hat man ja auch gerne mal, wenn man dann irgendwie ein Spiel spielt und man hört irgendwie Deutsche reden. Dann klingt das irgendwie manchmal ein bisschen, ja, Fremdschämen. Hier ist das jetzt nicht so extrem. Finde ich eigentlich recht angenehm. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas sehen. Ich will auch gar nicht so lange pieken, weil mich da ein Sniper oben sieht. Kann ich mit meiner Waffe halt nicht viel ausrichten. Wir werden jetzt mal versuchen, hier die rechte Flanke zu halten. Gucken, ob da schon wer pusht. Jetzt aber nicht so aus. Angenehmes. Es ist halt auch relativ cool, dadurch, dass es in der Source Engine läuft. Und das ist halt, sage ich mal, von Insurgency grob gecopy-pastet wurde. Was die ganzen Mechaniken geht. Wie gesagt, funktioniert. Oh Gott. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Ich brauche Deckung, während ich lade! Okay, wir werden hier schon beschossen, das ist nicht so gut. Funktioniert das sehr flüssig, du hast keine Hakler in den Animationen oder sonst was. Das ist halt sehr, sehr nice, dafür, dass es halt Early Access ist. Man ist da ja deutlich anderes gewohnt. Ja, es gibt noch nicht wirklich viele Maps. Ich weiß nicht genau, wie viele ich grob schätzen. Wird jetzt 4 oder 5? Aber ich denke mal, das wird auch schnell vorangehen. Es gibt auch einen Workshop, das heißt, man kann sich das Spiel so gesehen auch noch modden, offiziell. Andere Sounds reinmachen, andere Waffenmodells reinmachen oder halt auch einfach Maps einfügen. Das ist einfach mal eine Granate darunter werfen, weil ich glaube, die kommen da. Meine Fresse, dauert das lange, bis man so eine Granate ready hat. Okay, hat mein Freund getötet, shit. Das wäre jetzt nicht so cool. Wie gesagt, das ist ein Game, wo es jetzt nicht darum geht, schnell zu pushen, sondern als Verteidiger geht es halt auch wirklich darum, hier zu halten. Es gibt auch ein Scoreboard, aber da wird jetzt auch nicht angezeigt, wie viele Kills man gemacht hat, sondern es geht halt wirklich nur um die Objectives. Das heißt, es ist jetzt auch kein wirklich Spiel für killgeile Leute. Was cool ist auf seine Art und Weise, und deswegen finde ich auch, das hat einen ganz eigenen Platz verdient. Und ist das jetzt wirklich nicht unbedingt Copy-Paste, ich meine, und man ist jetzt nicht so, ja, ich kann auch einfach Battlefield 1 spielen. Ja, aber Battlefield 1 wird schon definitiv was anderes, lässt sich nur schwer vergleichen mit diesem Spiel. Allein schon, weil es halt zwei verschiedene Kriege ist, was halt auch schon ein Unterschied ist. Aber auch vom Gameplay ist halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich finde es cool, dass halt einfach wieder mehr so Zweite Weltkrieg-Shooter jetzt gerade so ein bisschen aufkommen. Oder allgemein Shooter aus der Vergangenheit. Und das ganze Zukunftszeug wieder so ein bisschen weniger wird, weil ich echt habe so Lust. Ich finde es macht echt Spaß, einfach diese Zweite Weltkrieg-Shooter zu spielen. Nicht, dass der Zweite Weltkrieg jetzt Spaß gemacht hat. Verstehe mich da nicht falsch. Das ist einfach schrecklich, was da passiert ist. Aber ich sag mal, als Spieler muss man sich davon auch einfach ein bisschen, sag mal, distanzieren können. Dass man hier ein Spiel spielt. Und ein Spiel darf und kann halt Spaß machen. Auch wenn es den Zweiten Weltkrieg so gesehen simuliert. Ich werde es mal versuchen. Ich glaube, das ist jetzt sehr gefährlich, was ich hier mache. Und höchstwahrscheinlich gehe ich dabei auch sterben. Aber wir versuchen es einfach mal. Hier über die rechte Flanke komplett vorzunehmen. Oh, obwohl, wenn er hier so weit vorne ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich nachladen muss. Daran sieht man halt auch nichts. Aber ich mache einfach mal das Magazin leer. Ich glaube, am Ende habe ich dann meine halb leeren Magazine noch irgendwie in meiner Waffe. Ein bisschen scheiße ist. Leute kommen aber auch gerade nicht wirklich weiter voran. Was aber auch relativ gut ist. Wie gesagt, das Verteidigen ist deutlich einfacher als das Angreifen. Ich denke mal, da fehlt auch einfach noch ein bisschen Balance, die halt kommen wird, sobald sie das Spiel einfach ein bisschen weiterentwickelt haben. Wie gesagt, das ist so ein Alpha.
In Insurgency hat das schon relativ gut funktioniert, auch wenn du halt das Problem, dass du als Verteidiger halt immer den Vorteil hast, nicht wirklich gelöst bekommst. Aber gerade was so um Map Balance geht oder wie viele Wellen die Gegner haben, das kriegt man auf jeden Fall dann dementsprechend noch gelöst. Oh Gott, ich muss runter, ich muss runter. Okay. Ich würde gerne jemanden schaufeln, kommt her. Wir müssten ja noch einfach mehr Rauchgranaten werfen oder einfach ein paar normale Granaten werfen und uns so umbringen. Das geht natürlich auch. Aber ich jetzt hier gerade keinen sehe. Ich glaube, die Position hier ist gerade gar nicht so scheiße. Weil ich nämlich die rechte Flanke ist schon gesichert. Ich weiß nicht, ob hier links wer kommen kann. Ich könnte mal auch einen Blick auf die Map werfen. Möglich. Da läuft auch schon einer durch. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt hier nochmal vorbeikommt. Oder ob der da hochrennen kann. Okay, das regelt, glaube ich, Ärger, ne? Sonst wirft er da ja eine Granate auf. Ja, schießt es halt. Aber ich denke mal, das sind... Ich weiß nicht, was das sind. Oh, die nehmen A ein. Verdammt. Wir hätten vielleicht doch nicht so weit vorpushen dürfen, weil jetzt nämlich A runtergefahren. So, jetzt... Nee, die haben auch nur noch eine Welle. Also, wenn die das jetzt nicht eingenommen bekommen, dann ist doch vorbei. Aber wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, kann man da rüber? Kann man, tut aber weh. Haben sie eingenommen? Haben sie eingenommen, krass, gut. Dann seht ihr auch wenigstens noch ein bisschen mehr von der Map, finde ich eigentlich ganz nett. Und hat noch ein bisschen mehr Sinn. Man kann auch Artillerie anfordern und so, das funktioniert alles mit diesem Klassensystem. Was ich jetzt noch nicht so hundertprozentig durchblickt habe. Aber das kommt dann mit der Zeit. Stirb. Low. Geht doch. Geht doch. Ich muss nachladen! Oh, da kommt noch mehr, oder? Mach die mal ready, werf die mal da hoch. Handgranate raus! Ah, die ist nicht unbedingt so weit geflogen, wie ich es mir gehofft habe. Versuch sie nochmal ein bisschen weiter zu werfen. Werf ein bisschen höher! Handgranate raus! Nee, die fliegt allgemein nicht weiter. Oh. Da, das war hinter mir. Ich wollte mich schon umdrehen. Hab's immer nicht mehr ganz geschafft. Jetzt haben die nämlich wieder 8 Wellen, um B uns abzuluxen. Mal gucken, dass sie das nicht schaffen. Wir könnten vielleicht auch nochmal die Klasse wechseln. Ich weiß nicht, was sie dann noch sonst so ausfallen. Wer ist eigentlich der Typ, der den Flammenwerfer nehmen kann? Hier hast du MGs. Weiß ich, ein Maschinengewehr? Weiß ich nicht, ob ich ein Maschinengewehr mal ausprobieren sollte. Ne, man könnte es einfach mal tun. Wenn wir jetzt merken, dass es kacke ist, ist es halt kacke. Damit kannst du halt wirklich nur sehr schwer in den Nahkampf. Musst du dich eigentlich hier immer, wenn möglich, halt das, dein Ding aufbauen. Was dann natürlich relativ stark ist, wenn jetzt hier nämlich jemand vorbeikommt, dann gehen wir nämlich einfach weg. Aber wenn uns jemand sieht, sind wir auch ziemlich schnell Matsch. Nein, da oben ist jemand. Ich wieder weg. Weiß nicht, ob ich den getroffen oder getötet habe, aber dem, der mich da schon am Fenster stehen gesehen hat, war das, glaube ich, nicht mehr so klug. Von hier oben noch mal ein bisschen gucken. Wow! Wie das Ding verzieht nach so einem Schuss, das ist völlig übertrieben. Das ist echt nicht zu kontrollieren. Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass der B ist safe. Mit Shift kann man dann in so einen Modus reingehen und dann noch ein bisschen genauer zielen können, wo er den Atem anhält. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der hält jetzt auch meinen Eingang an. Weiß nicht, ob er jetzt hier vorbeikommt. Oder ob er immer noch meinen Eingang im Auge hat. Sieht nicht so aus. Okay, dann versuchen wir unsere Flanke zu halten. RIP. Ja, B ist halt jetzt schon weg. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Maschinengewehr da runter gehen sollte. Nein, wir müssen eigentlich. Okay, ich muss. Ich muss. Ich muss. Das macht keinen Sinn. Wenn wir versuchen wollen, das zu halten, muss ich da jetzt runter. Oh, ist das laut, meine Ohren! Okay, rechts da in der Ecke schon. Oh Gott, genau. Ich will da weg, ich will da weg, ich will da weg. Hier kommen halt so viele Granaten da drunter. Ich muss... Ja, genau, davor hatte ich Angst.
Ja, bin ich sicher, aber was war das, dass da so reingepurzelt ist? War es vielleicht doch noch eine Waffe oder so? Ja, gar nicht. Ich hätte laut gesagt. Das MG ist auch lustig, oder? Vielleicht haben, was haben wir da noch so zur Auswahl? Wir hatten noch Gewehre. Die Gewehre sind halt auch ganz nett, weil die tun die Gegner so gesehen One-Shotten, wenn du damit triffst. Ist natürlich ein bisschen schwerer damit, weil du halt im Nahkampf nicht so viel damit reißen kannst. Weil du halt nicht einfach sprayen kannst, sondern musst du halt schon gezielten Schuss machen. Aber der gezielte Schuss müsste den Gegner dann auch dementsprechend töten. Und man hat Bayonett. Hieks! Kann man die Leute aufspießen, wie Bratwürste. Okay, irgendjemand hat hier den Flammenwerfer. Ich muss herausfinden, wie man den Flammenwerfer spielt. Das sind... Oh. Habe ich Granaten dabei? Ja. Granaten dabei. Eigentlich muss ich doch nur hier sitzen und hier drauf warten, oder? Hier runterkommen. Oder da, pieken. Theoretisch schon. Ich hoffe, ich nade jetzt nicht meine Mates. Wenn doch, tut mir leid. Oh Gott, die pushen mich rein. Nein, voll im Falschen. Was für ein Timing. Was für ein Timing. Die pushen da auf einmal runter, wenn ich kurz die Position wechsle. Nein, ich hätte da sitzen bleiben sollen. Jetzt nehmen sie es auch, glaube ich, ein. Ich glaube, die Granate ist auch schon weg. Audio. Holy fuck, ist das Game laut. Wann werde ich ja hier... Achso, okay. Das ist halt das Ding. Als Verteidiger dauert es halt relativ lange, bis du neu spawnst. Aber ich glaube, das Ding haben wir ja saved. Das müsste eh vorbei sein für die. Seine MG ist doch relativ heftig, ey. Na, let's go. Also, ob wir jetzt hier nochmal rauspushen sollten. Okay, hat sich erledigt. Ja, das war auf jeden Fall die erste Runde von Day of Infamy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Video davon noch machen, denn ich finde es ein persönliches gutes Spiel. Sollte man auf jeden Fall weiterverfolgen. Vielleicht warte ich noch ein bisschen, weil es auch in der Alpha ist, aber ich finde, das kann man sich schon gönnen, wenn man dann Lust hat auf taktische Spiele im Zweiten Weltkrieg. Bis dann, Leute, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.